Das kann losgehen. Nummer 3, drittes Elternbildungswebinar. Heute Abend, 15. Oktober 2015. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass sicher einige auf DorfTV uns auch zusehen. Und natürlich auch herzlich willkommen allen, die dann die Aufzeichnung sehen werden. Weil, ja, es bleibt ja der Nachwelt erhalten, was wir hier tun. ja, auch schön, neue Gesichter zu sehen. Und ja, ich freue mich, dass Daniela da ist heute zum Hallo. Thema Bloggen, bloggende Eltern, Blogs für Eltern. Daniela ist Mutter und Bloggerin. Meral, du bist auch Bloggerin, oder? Für Elternthemen sicher nicht. Aber Bloggerin insgesamt, das schon, kann man schon auch sagen, oder? Berichte von Veranstaltungen kann man sagen, ja. Okay. Ja, 4 hier der Teilnehmenden lesen Elternblogs, 3 bloggen selbst. Ich blogge auch selbst, aber auch nicht zu Elternthemen, sondern über alle möglichen digitalen Themen. Ja, und jetzt möchte ich einfach gleich mal weitergeben an Daniela, die heute unsere Blog-Expertin ist. Und ja, bin schon ganz gespannt. Daniela, stelle ich einfach ein bisschen vor und dann starten wir ins Thema. Ja, hallo besonders an die Julia, meine Blogger-Kollegin. Ja, ich bin Mama von 2 Mädchen, die sind 4 und 1,5 Jahre alt und ich habe vor knapp 4, also wie die Große schon auf der Welt war, begonnen zu bloggen. Zu diversen Baby-, Mama- und Elternthemen und daraus entstanden ist im Prinzip mein derzeitiger Blog, meine Plattform, diekleinebotin.at. Und auf der Prinzip auch die Präsentation vom heutigen Webinar. Gut, mit der starten wir auch gleich. Aber zu fair, wenn es Fragen gibt, Anmerkungen, Ergänzungen, es gibt unten diese bunten Knöpfe, dort kann man drauf drücken. Und es gibt links den Chat einfach was reinschreiben und wir werden das dann aufgreifen. Sonst aber natürlich auch gerne mitreden. Ich finde es super, dass wir mit Matthias vorhin schon ganz nett plaudern konnten. Gut, und jetzt schauen wir mal, was uns Daniela mitgebracht hat. Ich werde hier mal die Präsentation hervorzaubern. Ja, danke fürs Zaubern. Ja, begonnen habe ich im Prinzip mit der Frage, warum und wie bloggen, weil diese Frage stellen sich ja viele, nachdem das Bloggen gerade sehr in ist. Und das Blog an sich, auch Weblog genannt, wenn man das googelt, findet man die Beschreibung eines öffentlich einsehbaren Tagebuchs oder Journals. Und viele der schon länger existierenden und bekannten Elternblogs sind eigentlich quasi Tagebücher für die Kinder. Also das ist sehr, sehr persönlich. Da geht es um Kinderarztuntersuchungen, um Größentabellen, keine Ahnung, wann ist das Kind was und so. Also es sind wirklich ganz, ganz intime Einblicke in Familien. Da geht es auch nicht um Reichweite oder so, also ganz was anderes als mein Blog an und für sich. Meiner ist eben die kleine Botin.at und der Name ist deshalb so gewählt, weil die Botin was bringt, nämlich in dem Fall Information oder gelegentlich auch kleinere Giveaways. Gibt es seit Jänner 2012. Und ich stehe im Moment bei knapp 6.000 Unique Visitors pro Monat. Das ist ganz langsam wachsen, ganz stetig gewachsen und hat eigentlich keine richtigen Peaks. Also das ist so ja, langsam. Kannst du kurz erklären, ja, was genau bedeutet Unique Visitor? Ja, das sind die wirklich die einzelnen Besucher. Also wenn jetzt der David sich auf meinem Blog umschaut, dann wird er in einem Monat nicht doppelt gezählt. Also wenn ich fünfmal im Monat draufkomme, werde ich nur einmal gezählt. Genau so ist es. Das andere sind dann wirklich die Zugriffe. Ich habe das eh noch kurz umrissen, dann ein bisschen später. Die Quelle dafür ist Google Analytics. Du hast gesagt, die kleine Botin bringt Informationen, aber auch kleine Geschenke waren das? Ja, immer wieder habe ich Gewinnspielaktionen laufen, natürlich in Kooperation mit Firmen.
Hin und wieder schenke ich auch selber was her, wenn ich in guter Laune bin. Aber es gibt immer wieder so nette kleine Sachen, die man dann verlosen kann oder Gutscheine für irgendwas. Also es zahlt sich, auch wenn man das gerne hat, mal mitzulesen bei mir. Ja, es bringt, wie gesagt, Informationen für Eltern. Meine Seite sind momentan ca. 650 Artikel online. Das heißt, bei mir gibt es pro Woche 2 bis 5 neue Artikel. Schon viel. Ja, viel Arbeit. Ja, warum mache ich das eigentlich? Es ist die Freude am Schreiben, wie sich dann irgendwann herausgestellt hat. Und das Netzwerken, also die Social Networks dahinter, das Aufstöbern von Trends und Neuem und meine Töchter sind Gott sei Dank genauso lustig wie ich, irgendwelche Dinge auszuprobieren. Wir waren am Dienstag am Nachmittag um 5 Uhr noch in einem neuen Babycafé in Wien, sind dann bei einer Rush-Hour mit der U3 und mit der U1 heimgefahren unter Todesgefahr. Aber ja, die machen das Gott sei Dank mit. Ich arbeite auf WordPress, das ist eine der bekanntesten Plattformen im Prinzip oder Blog-Tools. Es gibt dann nur Blogspot oder Blogger.com, die noch bekannt sind, aber laut der letzten Umfrage arbeiten eh die meisten mit WordPress. Das kostet auch nichts im ersten Moment. Und ich würde auch hier kurz umschwenken und meinen Blog herzeigen. Genau. Jetzt auf meinen Bildschirm freigeben, genau. Ja. Dann Desktop und dann sehen wir. Klick, klick. Ja. Das ist quasi das Backend von meinem Blog. Man sieht da die Beiträge. Einer der nächsten ist ein Hoteltest, wo wir letztes Wochenende waren. Und hier sieht man, dass ich... Vielleicht sag noch eine Sache. Du hast gesagt, es kostet im ersten Monat. Was bedeutet das? Naja, das bedeutet Folgendes, dass wenn man so macht wie ich, das heißt, man hat eine eigene Domain, die heißt dann in dem Fall halt diekleinebotin.at. Die kostet natürlich schon was, also den Webspace, den man bezahlt, beziehungsweise ja, es kommen halt so laufende Gebühren natürlich dann schon dazu. Wenn man anfängt, wirklich auf WordPress.com zu bloggen, dann kann man dort gratis Wie teuer würdest du das ungefähr schätzen? Im Jahr oder pro Monat? Was braucht diese Basisinfrastruktur? Was kostet mein Webspace? Ist irgendwas so bei 100 Euro im Jahr. Okay, also so überschaubar. Ja, es ist überhaupt, man kann das irgendwie als Hobby so sehen. Wir schauen dann später nochmal ins Blog wie das funktioniert und was dort alles drinsteht, aber ich glaube, wolltest du wieder auf die Präsentation. Ja, wie gesagt, das ist selbst gehostet mit eigener Domain. Das habe ich von Anfang an so gemacht, weil dann braucht man nachher, wenn das Ganze größer ist, nicht so viel Daten transferieren. Also es hat einen praktischen Grund gehabt bei mir und ich war mir eh sicher, dass ich weiterschreiben will. Was ich auch schon angesprochen habe, ist die Social Media Präsenz, die mir auch wichtig ist. Also bei mir gibt es eine Facebook-Fanpage, einen Twitter-Account, einen Instagram-Account, das täglich mehrfach bespielt wird. Und ich glaube, es ist im Prinzip Form der Unterhaltung und ist in dem Fall dann immer wegzudenken vom Bloggen. Ich habe euch noch ein paar Blog-Infos mitgebracht von Familienblogs aus Österreich und aus Deutschland. Also es gibt sehr, sehr gute, große Blogs, wo man da mitlesen kann. Da geht es um Nachhaltigkeit, da geht es um Erziehung, um Mode natürlich, um Life. Und auch die Papas sind am Wort. Das finde ich irgendwie ganz witzig, den Ultimate Moms. Okay, ist im Moment ist ein bisschen ruhig geworden. Ich glaube, der ist nicht mehr in Karenz. Das ist ein Papa-Blog, obwohl ja. Gar nicht. Der Titel würde er jetzt gar nicht vermuten lassen. Naja, er findet sich als die ultimative Mutter offensichtlich. Oh, okay. Nein, das war, glaube ich, ein Karenzprojekt von mehreren Papas. Die haben ganz gut und ganz witzig geschrieben, aber im Moment ist es ein bisschen ruhig. Okay. Ich habe die jetzt alle geöffnet, wir schauen da nachher rein. Ja? Blogs. Ich habe ein paar Screenshots dazu gemacht und zwar deshalb, weil bei buntraum.at zum Beispiel
Mein Mann fragt schon, wie lange es noch dauert. Na, Jesus. Okay. Entschuldigung, wenn der wüsste. Ja, das ist das Familienleben. Ja, genau. Live-Einblick in meine SMS. Und 2.at, das ist die Nadine, die ist eine Montessori-Pädagogin und die legt jetzt im ersten Moment nicht so viel Wert auf das Ausschauen ihres Blogs. Also die hat ein ganz einfaches Theme, so einen ganz einfachen Hintergrund gewählt, aber die Texte sind bei ihr das, was quasi ausschlaggebend ist. Im Gegensatz dazu steht die Isabel mit Mother's Finest, wo es einfach fast ausschließlich darum geht, wie schön der Alltag mit Kindern sein kann. Und ich glaube, die hat durchaus ihre große Leserschaft. Also das ist halt alles in rosa Grau gehalten und sehr hübsch. Nachhaltigkeit wird sehr groß geschrieben bei der Birgit und ihrer Kollegin mit Kids Cooks und Compost. Die haben irrsinnig schöne Fotos, irrsinnig tolle Rezepte mit was man aus Resteln nur zaubern kann und so. Selber kochen, selber anbauen. Mini and Me, die Janine ist Redakteurin und Moderatorin und hat vor einem Jahr ein Kind bekommen und schreibt halt auch über ihre Themen. So ist ganz, ganz nett bei ihr. Und die großen, die wirklich großen Familienbloggerinnen sind natürlich in Deutschland zu Hause. Ich glaube, das ist auch bei den Blogs so, dass alles 10-mal so groß ist und so. Obwohl man vermuten könnte, dass das Internet keine Grenzen hat, aber die Eltern vom Mars zum Beispiel geben Montessori-Tipps für zu Hause, auch mit wunderschönen Bildern und grafisch schön aufgelöst. Die Saskia von A Lovely Journey, die wohnt in Berlin mit ihrer Familie und gibt einen Blick in ihre Wohnung und wie sie das halt alles irgendwie so gestaltet. Von guten Eltern ist ein ganz toller Hebammenblog, wo wirklich Hilfe zu finden ist. Also wenn es einem jetzt als Mutter nicht gut geht, dann hat es durchaus einen Sinn, da mitzulesen. Mitlesen, ich frage jetzt nach. Ja? Ich meine, das sind Hebammen. Kann man da auch dann anfangen zu diskutieren oder Fragen zu stellen? Und ja, ganz bestimmt. Die ist auf Twitter und auf Instagram und sicher per Blog-Kommentar auch erreichbar. Und andere Leserinnen werden wahrscheinlich dann auch diskutieren? Zu schreiben, ja. Ja. In Oder den Kommentaren. Wird dann doch eher in den Foren diskutiert und jetzt nicht in Blog-Kommentaren? Ja, ich denke eher auf Twitter und auf Facebook wird sich das dann abspielen. Also ich habe letztens erst irgendwie so ein Ding gelesen, wo gestanden ist, dass eigentlich weniger mehr kommentiert wird auf den Blogs, sondern es wirklich in den Social-Media-Kanälen einfach schneller geht. Und genau, das ist auch ganz meine Erfahrung mit Blogs und Kommentaren. Ja. Ja, und das ist eine der ganz, ganz großen Bloggerinnen im Norden von Deutschland. Baby, Kind und mehr. Ich glaube, die hat sich das ganze Haus mit Kooperationen finanziert. So in der Richtung. Ist ein toller, großer Blog, wo man gute das musst du gleich sagen. Das musst du gleich sagen, kann so eine Kooperation ausschauen, mit der man dann das Haus bauen kann oder finanzieren. Nein, das war jetzt ein bisschen Platz daher gesprochen, aber man merkt auf solchen Blogs dann schon, dass sehr viel mit Kooperationen gemacht wird. Und, also mit Unternehmenskooperationen, wo man schreibt, wo man dann über den Tisch schreibt oder verspricht, darüber zu schreiben und dann kriegt man diesen Tisch, oder? Ja, unter Umständen. Mhm. Also versprechen tut man eigentlich als Bloggerin gar nichts, aber die Unternehmen, noch zu sprechen. Ja, ja, genau. Die Unternehmenskooperationen aussehen. Genau. Ja, weil es gerade das Thema auch war. Es ist natürlich eine Sache, warum viele bloggen möchten oder warum das Bloggen irgendwie auch so spannend ist und warum es immer wieder auch darüber berichtet wird. Jetzt war gerade am Dienstag im ORF im Fernsehen ein Bericht über die Bloggerinnen, die sich das Leben damit finanzieren können. Ich habe einen Link dazu, wenn ihr wollt. Gerne, kannst du reinpusten. Thema. Laut der letzten Umfrage unter den Bloggern, die von den österreichischen Bloggern aus gestartet wurde, können sich nur 2% es leisten, vom Blog zu leben. Meiner Meinung nach sind diese Zusammenarbeiten und Kooperationen wichtig und notwendig, weil eine gewisse Art der Entlohnung doch haben für seine Arbeit, vor allem wenn man es länger macht.
Was auch wichtig ist, ist die Kennzeichnung. Da gibt es keine besonderen Richtlinien dafür, aber es ist einfach so eine Form von Ethik, dass man das kennzeichnet, weil, ja, warum nicht? Mhm. Die Häufigkeit ist eine andere Sache, ob man jetzt... Also ich meine, ich denke, es sollte klar sein, ob irgendjemand ein Interesse hat, dass der Artikel entstanden ist. Ja. Oh ja, also das muss man sagen, es gibt schon eine Kennzeichnungspflicht und auch eine Erklärung, welche Blogartikel unter Kooperation laufen und was dazu von den Unternehmen zur Verfügung gestellt worden ist. Also das sind andere Themen, also die werden wir vielleicht heute nicht behandeln, also das sind rechtliche Themen. Ja, so eine Offenlegungspflicht gibt es, glaube ich. Wenn man Werbung schaltet und dadurch auch Einnahmen hat, muss das auch genau definiert sein. Also das können wir heute nicht, weil wir wollen heute einfach über Elternblogs sprechen und auch Elternblogs kennenlernen und auch überhaupt, warum Eltern bloggen oder wie man das Ganze macht, aber das Rechtliche machen wir vielleicht einen extra Abend, ja. Ja, aber klar, das ist auch eine interessante Motivation natürlich, dass man möglicherweise Geld verdienen kann. Ja, Geld verdienen ist ja nicht das Problem, aber also wir dürfen nicht sagen, es gibt dafür keine Regelung, es gibt dafür ganz genaue Regeln. Genau, nicht kennzeichnen, wo es Werbung heute kommt, aussparen wo, vielleicht, weil Das ist gestaffelt nach den verschiedenen Kategorien von Werbung. Das können wir dann auch anschauen noch. Sehr gut, ja. Das heißt Media Kit. Ja, Media Kit, das ist eben genau der Punkt, den wir zuerst schon kurz geschärft haben, und zwar sind das die Zugriffszahlen. Okay. Die natürlich dann für Firmen nicht nur erheblich sind, wobei sie auch nicht alles aussagen, aber Google Analytics ist da das Tool dazu, das eigentlich am gängigsten in der Verwendung ist und am glaubwürdigsten, keine Ahnung, aber es wird am häufigsten verwendet und wird miteinander für sich akzeptiert, und da geht es eben darum, um diese Unique Visitors, da geht es um die Zugriffe allgemein, um die Reichweite. Und das ist ganz gut, wenn man das zusammengefasst hat in einem Formular. Sehr gut. Ja, ich finde es wichtig, ein Unternehmen zu gründen, wenn man wirklich damit Einnahmen hat. Und ich habe das gemacht, und die Informationen darüber gibt es bei der Wirtschaftskammer. Man ist dann Pflichtmitglied und unterliegt sowieso deren Regelungen. Da gibt es auch diese, wie die Meral schon gesagt hat, diese Richtlinien auch für Online und für Werbung und also Online-Unternehmen und so. Ja, dann über die Wirtschaftskammer. Formell bist du jetzt dann welches Gewerbe? Ich bin eine Werbeagentur. Okay. Also ein Ein-Personen-Unternehmen. Ich hab die Werbeagentur gewählt aus verschiedenen Gründen. Es ist nicht das günstigste. Es gibt auch noch das Gewerbe der PR-Berater, glaube ich, heißt das, oder PR-Dienstleister, so in der Richtung. Mhm. Das kostet, glaube ich, um 40 Euro pro Jahr weniger. Aber ja. Gut. Gut. Und weil das letztes Mal beim letzten Webinar gefragt wurde oder so ein bisschen im Raum gestanden ist, die Online-Tipps für die Kleinsten, meine Kinder sind ja noch sehr klein, aber die wachsen quasi mit dem Wischtelefon auf. Die Kleine versucht immer am Computerbildschirm zu wischen und ärgert sich, dass die Bilder nicht weitergehen. Ich finde, sie sollten nicht allein ein Online-Medium oder eine App irgendwie konsumieren und nur eine festgesetzte Zeit, also man vorher wirklich bespricht, wenn 20 Minuten und dann ist es vorbei wieder. Vor allem nicht als Beruhigung, wenn sie irgendwie aufgekratzt sind oder so, dann, oder als Belohnung. Es sollte irgendwie nicht so als Erziehungstool eingesetzt werden. Unsere Tipps sind im Prinzip Netflix natürlich, weil es da eine unendliche Auswahl gibt. Was der kleine zahlen, Tod. Oder? Bitte? Ist aber, muss man zahlen? Gibt es eine monatliche Gebühr? Und sonst gibt es natürlich alles auf YouTube, also ganz normal zugänglich, aber der kleine Totoro, die Sendung mit der Maus und irgendwelche wilden Tiere sind so die wichtigsten Dinge bei uns. Unsere vier liebsten Apps, noch drunter der Regenbogenfisch,
Das erste kleine Spiel ist der Duplo-Zug und diese Tiere schlafen legen. App, die mögen es auch ganz gern. Tierstimmen zuordnen ist natürlich, ja, Autofahrten verkürzen und so. Ja. Soweit. Soweit mein Beitrag. Gut. Das heißt, wir schauen jetzt mal ein paar Blogs an und ja, ist auch noch die hinzugekommenen Gäste, also da ist Laurent und Robert. Ich hoffe, dass ich mein. Es ist schön, dass ihr da seid. Laurent hat sich zu Wort gemeldet. Magst du was sagen oder war das eher ein Klicker? Nein, er sagt Hallo. Gut, gib mal den Bildschirm frei, Daniela, dass wir ein bisschen reinschauen. Und wer Fragen hat, Anmerkungen, ich würde auch sehr gerne dann zeigen die Blogs auch noch der Anwesenden. Wir haben ja hier auch Julia und dann die, genau, ja, zwei Wo Julias. Wo willst du noch reinschauen jetzt? Nein, jetzt zeigen wir erstmal deins, aber dann schauen wir in die Blogs der Julias ein, die hier noch da sind. Ja, bin ich gespannt. Aber zeig jetzt noch mal ein bisschen dein Blog. Was passiert dort alles? Wie schaut es aus? Vorne und Verwaltungs-Backend. Ja, genau. Verwaltungs-Backend schaut so aus, dass ich 41 Entwürfe habe, die noch nicht online sind. Das heißt, wenn rund um mich die Familienwelt zusammenbricht, dann kann mein Blog trotzdem 3 Monate bestehen, ohne dass das jemand merkt. Weil du so viel vorbereitet hast. Weil ich viel vorproduziert habe, das ist mir irgendwie wichtiger. Ich habe ja zwischen den Kindern auch gearbeitet in meinem Amt, da war es auch wichtig, dass das weiterläuft, ohne dass ich täglich 2 Stunden dafür aufwenden kann. Und so hat sich das ergeben. Und die Beiträge werden dann automatisch gepostet oder du überlegst dir dann? Teilweise, ja. Teilweise werden sie geplant, also das sind die geplanten. Das sind die nächsten beiden, die geplant sind. Übermorgen und überübermorgen. Und dazu kommen dann halt die kurzfristig passieren. Also hin und wieder ergibt sie halt kurzfristige, das Wochenende in Bildern zum Beispiel, das ist immer eine witzige Sache. Da fotografiere ich das Wochenende über mit und poste ungefähr 15 Fotos, was wir halt gesagt haben. Das scheint irgendwie, viele Elternblogs, irgendwie so ein Trend zu sein. Und das Wochenende in Bildern? Ja, dass man das in Elternblogs so macht. Ja, genau. Das hat eine große Bloggerin aus Deutschland, die Frau Mirau. Der Blog heißt geborgenwachsen.de. Die hat das gestartet vor gut einem Jahr und gibt den Link jeden Sonntag am Abend frei. Dem frei, wo man sich halt eintragen kann. Und das sind dann jedes Wochenende 40 Bloggerinnen, die ihre Wochenende in Bildern dort präsentieren. Also darüber halt auch präsentieren. Okay, also das heißt, das ist auch nochmal eine Verbreitungsmöglichkeit und, genau. Und irgendwie das ist eine Form der Vernetzung untereinander, die Zugriffe untereinander bringt. Das ist ja ganz wichtig. Also eigentlich eine Art eine Dauerblockparade, könnte man sagen, oder? Ja, kann man so sagen, ja. Weil ich kann mich erinnern, es gab wirklich eine sehr, oder es gibt sie noch, eine interessante Blockparade, nämlich zu, wie gehen Eltern um mit digitalen Medien und wie sind sie da Vorbild? Okay. Ja, vielleicht zur Erklärung, eine Blockparade ist, wenn viele Bloggerinnen und Blogger zu einem Thema in einem gewissen Zeitraum schreiben und sich dabei vernetzen. Genau, das richtige Verlinken ist im Prinzip daran. Dass und es gibt auch einen Eintrag auf Digital Family, den ich auch dazu geschrieben vor ein paar Wochen. Kann man das nachlesen, aber ich kann den Link auch noch raussuchen. Spannend. Wo jetzt hier steht, das Wochenende in Bildern, hätte ich eine Frage auch. Ja. Wie hältst du es mit Kinderfotos? Ja, ist ein ganz wichtiger Hinweis, man sieht meine Kinder nicht auf den Bildern. Also nur so von der Seite oder von hinten. Bewusst, es ist auch jetzt wieder diese da gibt es jetzt einen
ein Link, wo die Polizei in Deutschland wirklich davor warnt, Kinder haben Privatsphäre und das sollte sich wirklich jeder gut überlegen. Das ist halt die Abwägung zwischen Zugriffen, weil natürlich wollen die Leute Kinder sehen oder Kindergesichter sehen und bis mit zwei Zähnen in die Kamera grinsen, dann kann das schon sehr, sehr toll sein. Diese Account zum Beispiel auch auf Instagram, was ja nur mit Bildern funktioniert, schon noch viel mehr Zugriffe haben als andere. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Meral, was meinst du? Ja, einen kleinen Hinweis, was gerade Daniela jetzt als Thema gebracht hat. Ich war dieses Publikum und dort war auch ein Podium mit bloggenden Eltern und auch ein recht dichtes Publikum. Den Link habe ich gerade dazu geschrieben. Einfach kennst du sicher auch, das ist das NAF, Patricia Camarata. Sie hat die Leitung gehabt und da waren zwei von den bloggenden Eltern waren dafür, dass Fotos auf ihren Blog sind und zwei waren ohne Fotos. Also das war dort auch jetzt ebenso besprochen, okay, alle können das machen, so wie sie wollen und es gibt dafür und dagegen. Also es ist kein Rezept und ja, Ängste haben wir und vielleicht gibt es bestimmte Fälle, wo es ein Familienleben auch dargestellt werden kann. Also man kann den Blogpost sich da anschauen. Ja, also so ein klares Nein könnte man da nicht irgendwie. Es muss jeder für sich entscheiden und auch natürlich mit den Kindern besprechen. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein Thema, dass man sich bewusst ist, wenn man diese Entscheidung trifft, dass es auch eine Entscheidung für die Kinder ist. Würde mich interessieren, ob es hier noch andere Meinungen auch gibt, zum Beispiel von Robert, der hier jetzt diese Polizeiwarnung gepostet hat, aber auch von den beiden Julia-Bloggern. Wie handhabt ihr das? Okay, Julia 2, so wie Daniela, und Julia 1, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Und natürlich auch die anderen. Ja, die Warnung ist jetzt durchs Netz gegangen. Wir geben jetzt mehrere ein. Ich poste auch keine Gesichter mehr. Ich muss sagen, ich bin auch vorsichtiger geworden. Ich habe das früher auch noch eher gemacht und jetzt tue ich es auch nicht mehr. Keine Fotos von Kindern. So, der Robert versucht, seine Kamera zu aktivieren. Gut, aber schauen wir vielleicht noch ein bisschen in das eine oder andere Blog rein, Daniela. Bei mir jetzt noch oder in andere Blogs? Du, mich zum Beispiel interessieren nochmal die Geschichte mit den Tippis, weil die ist irgendwie so schön. Die hatten wir. Mit den Tippis, ihr wollt unbedingt diese noch nicht veröffentlichten Artikel sehen, gell? Ja, das ist jetzt unveröffentlicht, was wir jetzt sehen. Exklusive Inhalte. Exklusive Inhalte, da ist es. Ja, das passt eigentlich jetzt zum gesamten letzten Themenbereich. Wir wurden eingeladen zu testen. Und zwar ein Abenteuerhotel, so will, ein Tipi-Indianerdorf in Oberösterreich. Es gibt es erst im März und ist top ausgestattet. Man wohnt in so einem Tipi. Für den Sommer gibt es dann auch eine Feuerstelle draußen. So, da. Total gemütlich drinnen mit viel Holz und großem Bett und Raumfänger an der Decke. Du wirst beobachtet, weil Katja hat schon die Fotos auf Instagram gesehen. Da hast du schon ein bisschen verraten. Ja, ich habe es gehofft, dass ich wer dabei ist, der schon gesehen hat. Aber es gab ein Flatscreen und es gab gutes WLAN, deswegen konnte ich auch die Fotos live posten. Ja, meinen Kindern hat es gefallen. Wo ist das in Oberösterreich? In Natternbach, das ist in the middle of nowhere. Also man ist irgendwo zwischen Everding und Christkirchen. Die Anreise war mühsam und lang, aber es hat sich gelohnt. Ihr durftet zwei Nächte dort verbringen, hast du mir vorher. Ja, genau. Wir erzählt, sind am Freitag am Abend angereist und am Sonntag am Nachmittag wieder heim. Wir haben einen Trommelworkshop gemacht, wir haben draußen den Kletter- und Spielparcours uns angeschaut. Und ja,
So für Kinder ab 4, 5 Jahren ist das echt toll dort. Also gerade im Sommer, in den wärmeren Monaten ist das sehr empfehlenswert. Es gibt eine Westernstadt. Und ich meine, das ist eine irgendwie eine ja, nette Motivation. Wird man eingeladen, schreibt man drüber. Genau. Kann einen mit den Kindern verbringen. Genau so ist es. Robert schreibt noch ein bisschen was zu den Kindern, Kinderfotos. Super, vielleicht schauen wir mal, weil fände ich jetzt spannend, in die Blogs der Julias. Also die eine hat hier immer laut, vielleicht öffnen Sie das mal. Ich habe, David, ich soll das auch ja? Vorhin eine Frage gehabt, also wie findet man denn neue Blogs? Ja, also wir kennen jetzt zum Beispiel die kleine Botin und wie findet man dann, was noch rundherum passiert? Habt ihr Netzwerke oder früher gab es mal ein Blogroll, dass man auf der Seite so 10 Blogs empfohlen hat? Wie vernetzt man sich unter Bloggern und unter Eltern, die eben durch diese Blogs Neues lernen und auch miteinander vernetzt sein wollen? Also die Eltern wollen sich auch vielleicht untereinander austauschen. Daniela. Ich habe noch eine Rolle auf der Seite. Ich habe sie ziemlich weit unten allerdings. In den einzelnen Artikeln. Ja, also Blogroll nennt man die Linkliste. Ja, ich versuche es gerade zu zeigen. Moment in Weblogs da. Und auf andere. Ja, genau, da. Meine Lieblingslinks heißt es bei mir. Ja, super. Ansonsten sind die Vernetzungen über so gemeinschaftliche Postgeschichten, Blogparaden, wenn man so will, ja. Beziehungsweise Facebook spielt im Moment eine große Rolle. Da gibt es immer wieder in diesen diversen Gruppen, die sich gebildet haben, also die Mama-Blogs Österreich und die Familien-Blogs Österreich und die Blogger Österreichs, wo man einfach Gleichgesinnte finden kann. Super. Julia, vielleicht kannst du da so den Link zu einer Facebook-Gruppe auch reinposten. Das wäre, glaube ich, auch ganz interessant, auch dann für die Dokumentation. Ja, Papa-Blogs. Daniela hat vorhin auch schon von Papa-Blogs erzählt. Mit den Ultimate Moms. Genau. Aber ich möchte dann gerne nochmal zurückkommen, auch auf Inter. Erzähl kurz hier aber von dem Väter-Blog, von dem Vater-Blog. Wo wir jetzt schon waren. Daniela, ja, ich springe gleich hin und her. Ich tue jetzt hin und her heizen. Ja, es ist okay. Was ist hier passiert bei diesem Vaterblog? Naja, die haben angefangen zu bloggen, wie sie halt in Karenz sind. Und haben das, glaube ich, auch sehr gut und sehr spannend gemacht. Mit lustigen Bildern und schöner Grafik, glaube ich, beide im Online-Business irgendwie zu Hause. Und jetzt scheint, war aber der letzte Beitrag am 6. August. Also die dürften irgendwie wieder Stress haben. Aber sind lustige Artikel zu lesen. Bleibt ja online, Karenz, ne? Karenz zu Ende. Genau, scheint so. Aber immer lauter wolltest du, gell? Genau, das wollte ich. Aber ich wollte noch hier auf die Diskussion eingehen. Twitter ist wichtig in Österreich auch für die Vernetzung von Bloggerinnen und Blogger. Ja, sagt für die Julia und Meral glaubt das nicht ganz, aber Daniela sagt zu Twitter noch was. Die Twit-Moms. Es gibt eine kennst du sicher, Meral, oder? Gerade in Wien eine sehr nette gebildet hat. Habe ich auch einen Blogartikel für Digi4Family schon vorbereitet. Und generell in Österreich ist es sicher am Wachsen. So ein bisschen hinter Instagram, glaube ich. Laut den meisten da. Und ja, also ich habe einige sehr nette Kontakte geschlossen über die. Finde ich ganz spannend. Und wir haben dann auch gesprochen, als wir uns getroffen hatten. Das erste Mal, Daniela und ich in Wien. Das ist da wirklich, dass da anscheinend wirklich viel vernetzt und wirklich ja auch dann passieren. Okay. Ja. Aber jetzt müssen wir reinschauen. Wir können jetzt nicht länger hier warten in das immer lauter Blog. Und
ich weiß nicht, ob Julia sprechen kann und irgendwas dazu sagen kann, aber Daniela, sonst, du kennst Julia und du kennst das Blog ein bisschen. Ja, sehr stylisch, wie ich finde, ganz schön, schön aufgelöst. Spricht ja über das Mama sein und ja, was hat sie so der letzte Artikel gehabt? Seit März 2015. Offenbar. Nie wieder Online-Shopping, puh. Okay, ja, das Baby ist erst 5 Monate. 5 Monate. Okay, also hier wird offenbar jetzt einfach auch über, wenn ich das so richtig schnell sehe, dann über den Alltag als Mutter. Genau. Erzählt. Snacken in der Stille interessiert sicher viele Mamas. Geschichte. Und nicht immer nur Butterbrot und Apfel essen soll. Okay, jetzt werfen wir einen Blick auf Sinn-Impuls von Julia 2. .at? Ja, genau. Okay, hat Julia 2 ein Mikro? Kann das probieren, das wäre super. Ja. Also Julia, das Mikro ist oberhalb von Daniela. Das ist es leicht drin? Ich weiß nicht, ob du mich hörst. Ja, perfekt. Ja, super. Ja, super. Hallo, schönen Abend. ich bin auch recht neu, seit 3 Monaten am Bloggen. Habe angefangen, wenn meine Tochter schon relativ groß war, weil im Gespräch mit Freundinnen einfach immer wieder drauf gekommen sind, die Julia, die liest viel, die schreibt drüber, magst du es nicht teilen? Und so ist der Blog eigentlich entstanden, ist momentan hauptsächlich im Freundeskreis beliebt bei anderen Mamas. Und ich schreibe viel über Leichtigkeit und Gelassenheit mit Kindern, wie man sich das Leben auch leichter machen kann, eben mit Achtsamkeit und Respekt und ja, so viele Impulse, die das Leben halt auch ein bisschen leichter machen können. Und so dieses, ich werde narrisch quasi das typisch Österreichische ein bisschen minimieren. Meine Tochter ist 20 Monate und ja, die Knöpfe werden gedrückt, sagen wir es mal. Und es ist aber auch eine voll schöne Chance, dran zu wachsen und damit irgendwie ja, sich selber auch besser kennenzulernen. Und hier sieht man euch ein bisschen. Ja, habe ich gerade ein Foto gesehen. Da, in der rechts. Vielleicht kannst du noch irgendwie kurz erzählen, irgendwie eine, die dir einfällt, was irgendwie durchs Bloggen sich ergeben hat. Also immer. Da greife ich jetzt ein bisschen vor, weil das wollte ich eigentlich noch aufschreiben, aber es macht ja nichts. Und zwar, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, den Mut zu haben, mich zu zeigen. Dass einfach viele Freunde mir gesagt haben, ich soll anfangen mit Bloggen und ich sage, ach, das liest ja keiner und was ist, wenn das meine Arbeitskollegen dann lesen, quasi im Brotjob und ich arbeite in der IT-Branche, ich habe nicht ankommt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist super angekommen. Also es ist jeder, der mich irgendwie jetzt auch im Büro drauf anspricht, sagt, ja, toll, dass du dein Hobby hast und das aufschreibst und ich merke einfach, dass es mir auch leichter fällt, mich jetzt auch im Büro zu zeigen, wie ich bin. Also dass das allgemein einfach ein großer, mutiger Schritt war, der mich aber hat wachsen lassen. Und jetzt sage ich halt, okay, es wird nicht allen gefallen, aber das ist auch nicht meine Zielgruppe. Also das ist, wenn es jemandem hilft, sage ich ja, wenn nicht, dann kann man es auch weiterziehen lassen. Ja, finde ich schön, fällt mir gut. Ja, danke. Ja, super, danke, dass du dabei bist, gemeldet hast, erzählt hast. Ja. Dankeschön. Gerne weiterhin, gerne weiter mit diskutieren noch. Ja. ja. Was schauen wir uns noch an? Daniela. Was wird es noch gerne zeigen? Ja, den Blog von der Frau, den geborgen wachsen, die gestartet ist eben mit den Wochenendenbildern. Berichtet über bindungsorientierte Elternschaft, das so, dieses Attachment Parenting, das so en vogue ist im Moment. Und das heißt, es sind aber nicht die Helikopter-Eltern sind das aber nicht, oder? Nein, sind es nicht, aber halt so auf sich von den Kindern leiten zu lassen und halt das dann anzugehen, eher ein bisschen so, wie die Julia das auch gesagt hat. Dazu gehört bei der Susanne zum Beispiel, dass sie die Kinder zu Hause
bekommen hat und lange gilt hat. Und also die berichtet auch über so innerfamiliäre Sachen, zeigt auch die Bilder so, also nicht die Gesichter direkt, aber schon viel Einblicke auch in die Wohnung. Aber schöne Fotos. Ja, total. Ja, das ist das nächste Thema. Also wirklich schöne Fotos auf den großen Blogs. Das ist eine wichtige Sache auch. Mhm. Und sie schreibt auch Bücher. Also sie ist Pädagogin und Familienbegleiterin. Schreibt über das Essen von Kindern. Gibt immer wieder Vorträge auch. Und, also ja, die ist in Deutschland sehr bekannt. Insgesamt ein sehr professionelles Erscheinungsbild auch. Ja. Ja. Ja, und gibt es sonst noch vielleicht den Modeblog von der Isabel? So als, was soll ich sagen, auch sehr professionell, auch sehr schön, aber da geht es halt wirklich um sie, wie soll ich sagen, oberflächlichere Dinge. Unterhaltung ist ja. Unterhaltung ist auch wichtig. Okay. Die zeigt ihr Kind, die Valerie zum Beispiel, sehr gerne. Sie hat noch zwei große Söhne und die Valerie ist halt ihr. Und wahrscheinlich ist sowieso auch die Mischung. Also man kann ja auch nicht nur über ernsthafte Themen schreiben, wie, keine Ahnung, was Stillprobleme, sondern ja, da kann man ja auch mal was anderes drunter mischen. Liest das auch gern. Man bleibt ja trotzdem Frau und der Mode zugewandt, also die meisten von uns zumindest. Und nicht so, wie man glauben mag, dass dann irgendwie das alles komplett egal ist. Aber also zum Mitschauen und zum Inspirationen holen, auch der Grund für mich, warum ich so einen Blog mit reingenommen habe. Und dann noch der Blog von der Birgit, also der neuere Blog, die hat auch mehrere Projekte immer. Den macht sie mit Daya gemeinsam mit einer. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel ganz tolle Rezepte. Also wahrscheinlich auch eine gute Idee, in Kooperation mit anderen zu bloggen. Ja, auf jeden Fall. Also die Birgit zum Beispiel, die hat eine große Blogparade mal gestartet vor circa einem Jahr oder so. Da haben wir uns zusammengetan und haben über so kleinere Do-it-yourself-Projekte aus Abfall oder aus im Prinzip upcycelten Sachen wie Holzpfosten und Eierkartons und so, wo man mit Kindern was basteln kann und die haben dann tatsächlich Freude dran und man muss nicht immer alles gleich wegschmeißen. Also die kümmert sich um die Nachhaltigkeit und ist da sehr, sehr engagiert dabei und wie man sieht, mit wunderschönen Fotos. Also da hat man durchaus auch Lust auf ein bisschen green chic. Noch ein neuer Begriff für mich. Green chic. Das beschäftigt uns mit. Passt gut. Ein Hinweis, vielleicht ein bisschen in eigener Sache, jetzt ein Digi4Family-Angebot auch betrifft. Ich hab versucht, ein paar Elternblogs, die ich interessant fand, zu aggregieren für uns. Also auf dieser Seite hier, ich habe es gerade reingepostet, vielleicht klickst du mal drauf im Chat, können wir da reinschauen. Genau. Da fließen also automatisch jetzt mittlerweile Beiträge aus 10 Weblogs rein. Naja, das Stadtmama, klar. Die wird jetzt doch eine coole Idee. Ja, auch aus Danielas Weblog und gerne ja, nehme ich dort auch auf die beiden Weblogs der Julias, die heute dabei sind. Und das ist vielleicht einfach eine nette Möglichkeit, um ein bisschen zu schauen, was passiert in einer, gerne erweitern. Genau, Anita empfiehlt uns hier Eva Karell. Kennst du die, Daniela? Nein, sagt mir gar nichts, schaue ich mir gleich. Ja, klick mal drauf. Ja, also ich war wirklich auch ganz fasziniert bei der Recherche, wie viele Elternblogs es gibt. Ja. Ja, meistens Mütter. Ich glaube, eine Vatergeschichte fällt mir noch ein. Ja, eine deutsche Vatergeschichte fällt mir noch ein, Daddylicious. Ja, wie?
Okay, scheint auch sehr engagiert zu sein, Eva Karell. Wenn Anita magst drüber sagen, dann könntest du dich vielleicht noch einschalten. Sonst das Papalapap, wobei, okay, ja, da schreiben auch schon Väter. Väter News, Väter 1. Ist jetzt nicht so ein klassisches Weblog, aber Väter schreiben dort Geschichten zumindest. Ist irgendwie ein katholische Männerbewegung, glaube ich. Steht da dahinter. Jetzt fällt mir noch ein. Der Delicious. Schön. Also jetzt nicht genau Berlin oder Hamburg, aber eine der Trendstädte. Naja, ich bin dein Vater. Gibt's auch noch, der ist auch cool. Ja. Ich habe ich Star Wars ein bisschen herangezogen, genau. Früher waren wir cool, jetzt sind wir Väter. Also die nehmen sich auch selber ein bisschen auf die Schaufel. Er hat auch eine große Facebook-Community mit fast 4000 Fans, also das ist eine größere Sache. Und was mir jetzt so nach und nach aufgefallen ist, dass natürlich auch die jungen Fashion-Bloggerinnen jetzt mittlerweile geworden sind und die jetzt auch immer mehr so Eltern-Content drinnen haben. Okay. Das ist die Anna Frost zum Beispiel. Ah, hier haben wir einen alleinerziehenden Papa, hat uns Katja hier empfohlen. Frostbeiträge. Auch sehr professionell, das ist ein Riesenunternehmen dahinter, glaube ich, mittlerweile. Ja, das ist wirklich eine sehr lebendige Szene. Was habt ihr noch für Anliegen, Ideen? Robert tippt. Meral zeigt auf. Bitte, Meral. Eine Frage zu Blognetzwerken von Medienhäusern. Also ich kenne jetzt den aktuellen Stand nicht, aber ich kannte ein paar früher, so wie also Frauenzeitschriften oder Portale dann in sich so für registrierte User, so Blogs, zur Verfügung stellt, dass man einfach dort so ein Profil anlegt und einfach drauf losbloggen kann. Ja? Also das will ich jetzt keine Namen nennen, weil ich jetzt wirklich keine aktuellen Beispiele dafür kenne, aber ich wollte fragen, kennt ihr sowas? Ja, Familie Rockt zum Beispiel. Von den Portalen oder so. Patrice Fuchs. Familie Rockt. Halt mir da jetzt dazu ein. Also wo man eben selber keinen Blog, sondern man genau. Ist registriert bei dieser Plattform und hat einfach eine Seite, vernetzt sich einfach dort in dem Portal. Also manche haben das so gemacht früher, dass man einfach, das war wie ein Net, das man nicht von außen lesen konnte. Also man konnte lesen, wenn man auch ein Mitglied war. Das wollte ich auch fragen, also wie das so ist, diskutiert man eher öffentlich oder versucht man dann eher in einem inneren Kreis zu sein und so? Ja, vielleicht habt ihr ja dazu auch Beispiele, oder? Ich weiß nur, dass Familie Rockt schon öffentlich ist und da, glaube ich, gelesen werden will. Die Dinge, die nicht gelesen werden sollen von außen, sind dann eben zum Beispiel in diesem geschlossenen Twitter-Netzwerk. Weil das sind geheime Twitter-Accounts, die so gefunden werden und damit eben diese Diskussionen über was auch immer für intime Mütterthemen jetzt nicht in den Kommentaren von den Blogs stattfinden, sondern eben nur von Twitterern, die man annehmen muss, hat sie eben dann dieses Twitter-Mama-Netzwerk entwickelt.
meines Eindrucks nach wird halt dort dann quasi Tacheles geredet, was halt irgendwie angeteasert wird auf den Blogs oder kurz. Ja, das wäre überhaupt, glaube ich, auch ein, wo findet man im Netz Orte, wo man irgendwie seriöserweise intimere Elternprobleme besprechen kann. Ob das Twitter ist, aber... Ja, aber wäre vielleicht ein interessantes Thema. Ja, oder irgendwo Foren, die irgendwie gut gewartet sind. Oder? Ich weiß es auch nicht. Na, Foren sind meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ganz schlimm. Das ist auch der Grund, warum ich habe am Anfang überlegt, so einen öffentlichen Raum auf der kleinen Botin zur Verfügung stellen soll. Aber ich habe dann ein paar Foren begonnen zu lesen und habe das sofort wieder gelassen und habe beschlossen, das werde ich nicht machen. Also was ich sehr gern mache, sind Gastartikel mir zu holen, auch für Zeiten, wo ich selber weniger Zeit habe. Aber das kriege ich als veröffentliche ich dann. Interessante Runde. Viel, viel Neues irgendwie gelernt, viele Eindrücke. Die Möglichkeit für Fragen, Anmerkungen. Eine Frage, ich meine, wir haben jetzt von privaten Blogs gesprochen, sehr viel. Gibt es auch so, ich meine, in der Unternehmenswelt heißen sie Corporate Blogs, ja? Also, ich meine, wir haben ja gesprochen, Jaco oder welche Firma war das, macht so für Eltern sehr viel oder also gibt es dann auch dort Blogs, wo zum Beispiel Experten, Expertinnen für Eltern Themen aufbereiten und mit ihnen dann besprechen, also kennen Sie sowas? Die Frage, ja. Ad hoc wird mir eher nur sowas wie Jaco oder so einfallen, ich weiß nicht. Gibt sicher viele, viele Corporate Blogs, also wirklich seriöse Experten dahinter stehen, Eltern.de vielleicht noch, also die es wirklich vom Printmagazin bekannt ist. Da gibt es sicher Online-Community dahinter. Naja, muss man durchsuchen. Ja. Noch ein eigenes Thema. aber natürlich, ne, hat schon Berechtigung. So, jetzt möchte ich nochmal zeigen, wie wir uns hier selbst sehen. Das ist jetzt nämlich hier live im Fernsehen auf Dorf.TV mit einer leichten Verzögerung etwas irritiert. Aber ich finde das ganz, ganz super, dass wir sozusagen eine Fernsehsendung gestalten, in die man dann auch einstand, wenn man dann aus der Passivität heraus will. Danke, Katja, für die Verweis hier aufs BMFJ. Und natürlich gibt es viele echte Experten überall, ja, aber war einfach mal spannend auch zu sehen, ob, also auch gerade diese Nicht-Expertise und diese Austauschfunktion ist ja natürlich das auch ein wichtiges. Eine kurze Frage hätte ich. Wenn wir von Instagram oder anderen Plattformen sprechen, wo man so Hashtags, so Themen setzt und danach auch alles aggregiert. Also Twitmoms haben wir jetzt gesehen. Gibt es dann auch noch andere, also so neue Sachen, die eben durch diese, ich weiß nicht, Problematiken entstanden sind, wo jeder, wonach jeder sucht und auch alle Tipps damit? Na, ein Hashtag, glaube ich, gibt es dafür nicht. Also ein paar Begriffe, also wo viel diskutiert wird, also so ein paar Ideen. Ich meine, wenn du nur Essen sagst und Essen Hashtag machst, dann kannst du ja zu Essen einfach alles bekommen. Aber gibt es irgendwas, wo Eltern, Blogger, Bloggerinnen wird häufig verwendet. Welches? Ist häufig verwendet. Aha. Oder ganz easy halt im deutschen Leben mit Kindern. Oh ja. Da kommt schon einiges. Ja.
Also ich mache immer mit Kind, wenn ich auf Twitter was schreibe. Okay. Genau, und auf jeden Fall zu den digitalen, zu den digitalen Familienthemen wird natürlich DGV Family etabliert. Das ist klar. Okay, super. Wir haben es geschafft. Nein, das ist zu negativ. Es ist 21 Uhr. Und ja, danke an alle fürs Dabeisein. Und es geht nächste Woche weiter mit einem neuen Webinar, mit einem neuen Thema, mit einem Referenten. Und ich mache hier das heutige Webinar. Einem Referenten? Einen Referenten, ja, einen Referenten. Wir haben den Martin Ebner, der uns vorstellt, Grundrechenarten, Mathematik, Lernen, Üben und so weiter mit Online-Tools. Ja, darauf sind wir schon ganz gespannt. Was es auch noch geben wird, ist wieder ein Werde-Digital-Webinar, auch nächste Woche. Twitter, und wir haben ja heute auch viel über Twitter gesprochen. Ja, sehr spannend. Wann ist das? Wieder am Donnerstag? Das ist mit Lena Doppel, und mit Lena Doppel ist auch immer ganz, ganz besonders unterhaltsam, weil sie ist sehr schnell. Und genau, ein letzter Hinweis noch, ein allerletzter Hinweis wäre, wir sind nominiert bei der Digital.at für den Staatspreis Erwachsenenbildung, und da darf man für uns stimmen. Ja, dann. Bitte. Und wenn jetzt Blogger, Bloggerinnen hier sind, bitte bloggt über DG4 Family. Ja? Das ist Familien für Eltern, für alle Menschen, die mit Kindern leben versuchen. Genau. Wir freuen uns. Genau. Super. Danke nochmal, Daniela, für die Vorbereitung für den Artikel. Wir sind gespannt auch auf den Twitter-Artikel. Bald dann auch alles dokumentiert online. Ganz zum Abschluss gibt es jetzt noch den Feedback-Bogen. Letzter Link. Wären wir euch dankbar, wenn ihr das eine oder andere Wort für uns noch dort hinterlasst. Danke auch von meiner Seite. Schönen Abend an alle und bis bald. Ciao. Tschüss.